Hi Leute, es geht weiter mit Tomb Raider und wir sind immer noch in Croft Manor und ja, wir haben noch nicht alles erkundet gehabt. Irgendwie glaube ich, dass ich hier noch nicht, also ich muss noch in ihr Schlafzimmer, um es mal so zu sagen, aber ich weiß nicht, welche Tür das ist, die ich dann noch nicht ausprobiert habe. Deswegen laufe ich mal nach hinten und gehe nochmal hier durch die Gänge und suche das, weil wir jetzt auch diesen Zylinder haben und so weiter und ja, ich probiere das einfach mal aus. Ich lasse auch mal die Bücher jetzt links liegen. Irgendwo waren wir nämlich noch nicht. Ja, hier waren wir noch nicht, aber es ist so schön hier. Was haben wir denn hier? Sie springt schon wieder auf die Tische. Ich kann da übrigens nichts für, also ich muss hier nur so ein bisschen da rumlaufen und schon ist sie auf den Tischen. Sammle die Reliquien ein, um neue Outfits für Lara freizuschalten. Die Reliquien sind natürlich... Ich ziehe mir etwas anderes an. Das können wir nicht, weil wir haben das Spiel noch nicht gespielt. Deswegen macht es auch oft Sinn, das manchmal im Nachhinein nach dem Spiel zu machen hier. Aber ich wollte das vorher machen. Wenn man die Reliquien bla bla eingesammelt hat, dann gibt es hier verschiedene Outfits und dann kann sie sich in ihrem Kleiderschrank umziehen, à la Sims. Und das ist irgendwie schön. So, was haben wir hier? Ist das ihr Tagebuch? Denn das sollten wir eigentlich am Anfang ja holen. Gefunden, Tagebuch. Ich frage mich, ob Winston darin gelesen hat. Wehe. Öffnen Sie über das Objektmenü Inventarbildschirm. Hm? Dann machen wir das doch mal. Medusa, eine schreckliche Kreatur der griechischen Mythologie. Ja? Medusa, eine schreckliche Kreatur der griechischen Mythologie. Das ist alles, was da drin steht. Das ist ja nicht viel. Und Gilead wusste, dass sich das Räderwerk seines Herzens nie mehr drehen würde, als er seine Liebe opferte, um das Reich, für das er gekämpft hatte, zu retten. Die Prüfungen Gileads. Band 3. Ja, das war jetzt Band 3. Wir hatten Band 1, Band 2, Band 3 und ich meine, dass es damit auch was auf sich hat, aber gut. Gut, gut. Pink ist das Schwarz von heute. Naja, ich weiß nicht. Noch mehr zu lesen. Nur durch das Wissen um unsere Geschichte können wir aus der Vergangenheit lernen. Das stimmt, ein bisschen. Voll das schöne Schlafzimmer. Es ist hinlänglich bewiesen, dass die Eskimos früherer Zeiten äußerst detaillierte Elfenbeinkarten ihrer Küsten und Jagdgewässer anfertigten. Ach ja, ich mag diese Wandteppiche. So, gut, dann haben wir uns ihr Schlafzimmer angeguckt. Ach, toll hier. So schön, wir auch so ein Schlafzimmer haben. Naja. Was nun? Was nun, was nun, was nun? Gehen wir wieder raus, denn ich glaube, jetzt müssen wir in die Bibliothek oder so. Ich habe den Elefanten aus der Turnhalle übrigens nicht gekriegt. Ich habe das nicht geschafft. Heißt das, wir haben hier dann aber auch noch nicht gelesen? Obwohl es auch andere Fallen mit ähnlichen Mechanismen gibt, geht die Perfektionierung des Fangeisens auf die Ägypter zurück. Das neue Kaliber 50 Projektil ist ein Vollmantelgeschoss mit extrem hoher Mündungsgeschwindigkeit und Stoppwirkung. Aha. Na dann, wir müssen nochmal in die Bibliothek. Ich weiß nur nicht, welche das ist, welche der Tür. Deswegen gehe ich jetzt mal in die vordere. Jetzt waren wir in der hinteren. Ich hoffe, das ist überhaupt alles diese Seite. Ich habe halt keinen Plan. Ich verirre mich hier immer. Okay, jetzt ist auch grün. Das ist gut. Ja, da gibt es etwas zu tun. Ein Elefant. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle habe. Das Problem ist, dass ich jetzt keine Ahnung habe, was ich damit mache. Aber irgendwie... Irgendwie ist das ja immer noch nicht alles. So,
Noch ein Elefant? Die habe ich alle gelesen. Was mache ich jetzt mit den ganzen Elefanten? Sind das Secrets? Ich habe keine Ahnung. Einfach nur Secrets, so zum Einsammeln oder... Die haben wir auch schon geholt, die Pistolen. Das bringt nichts mehr. Irgendwo muss es noch ein Zimmer geben. Deswegen gehe ich jetzt nochmal raus. Und... ist jetzt hier eigentlich wieder rot? Keine Ahnung. Und gehe nochmal auf die rechte Seite. Weil ich glaube, da waren wir dann auch noch nicht. Nicht überall jedenfalls. Ich gehe mal nach hinten. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Der Legende nach waren die Könige Tibets die Söhne des Himmels, die durch Seile mit dem Himmel selbst verbunden waren. Nach ihrem Tod zog ein himmlisches Wesen ihre leblosen Körper danach oben. Doch, hier waren wir schon. Denn ich erinnere mich an die Passage. Irgendetwas fehlt. Ach ja. Ach Moment, dann haben wir ja jetzt das, was wir brauchen. Denn wir haben es jetzt, dann kommen wir hier auch rein. Ach, wie schön. Eine schöne Melodie. Ja, finde ich auch. Toll gemacht. Oh. Oh. Artefakte 6 von 8, Reliquien 0 von 0, Vorräte 4, okay, anscheinend haben wir geschafft, was wir schaffen sollten hier in diesem Part, aber ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, mit den Elefanten hat es noch irgendwie was auf sich. Erneut spielen, Musik freigeschaltet. Oh Mann, oh, wäre ich jetzt nochmal lieber in die Tür vorher reingegangen? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ach doch, wir können hier noch rein. Ach, siehst du, hier ist das Musik. Ich wusste doch, hier war irgendwie sowas. Ja. Als Lord Byron der Seufzerbrücke im 19. Jahrhundert ihren Namen gab, stellte er sich vor, wie es für einen Gefangenen gewesen sein musste, noch einmal die Schönheit Venedigs zu sehen, bevor sich die Tore des Kerkers hinter ihm schlossen. In den Sommermonaten drohen Überschwemmungen, da ein Regenschauer mehrere Tage andauern kann. In diesem Fall bedroht der Piray-Fluss Santa Cruz de la Sierra und die Tiefebenen im Süden Boliviens. Ach, die Melodie? Ja, von Tomb Raider. Voll schön. Ich finde sowas toll. So ein Schnickschnack, eigentlich so unnötig, aber es ist halt einfach so ein nettes, kleines Extra. Voll schön. Ich mag sowas. Was haben wir hier? Okay. Und hier haben wir dann auch noch die Musik, die wir spielen könnten. An der Anlage. Da könnten wir uns die Musik anhören, wenn ich sie freigeschaltet hätte schon. Ja, aber anscheinend sind wir jetzt hier durch oder so. Ich weiß nicht, falls es, ja, diesen Elefanten hatte ich halt nicht eingesammelt und so, aber, anscheinend hatten wir alles gemacht hier. Das ist ja witzig. Was war denn jetzt aber bei dieser Tür vorne? Ich bin ein bisschen verwirrt. Weil es toll, dass wir das hier jetzt geschafft haben. Dann können wir ja quasi im nächsten Part loslegen. Mit... dem richtigen Abenteuer, das freut mich, weil die Kontrollpunkte hier auch so blöd sind. Ich hoffe, das passiert nicht im Spiel. Denn ich kann nicht alles... Ach, ich weiß, was wir noch machen wollten. Wir wollten noch in den Pool, oder ich wollte das auf jeden Fall noch gemacht haben, mit dem Hebel. Das wollte ich noch erledigt haben. Ach, jetzt steht er hier. Erschreckt mich nicht so. Warum erschreckt er mich immer so? Ach, naja.
Winston halt. So, dann gehen wir mal hier runter. Ich weiß zwar nicht, wo es hier gerade hingeht, aber... Ach, hier sind wir wieder. Okay. Dann mach mal. Wo ist denn jetzt nochmal... Da müssen wir... Auf jeden Fall hier weg. So. Deswegen komme ich hier auch immer so durcheinander mit diesen unterirdischen Geheimgängen. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal gemacht haben. Wenn das denn jetzt noch geht, weil eigentlich habe ich das Level ja jetzt angeblich beendet. Ich hoffe, dass ich das noch machen kann. Kurz überlegen, wo ich lang muss. Da geht's raus. Da ist die Turnhalle. Hier war das. Im Poolhaus, das halt in Bauarbeiten steckt, wo wir jetzt schon mehrmals waren und wo ich jetzt tausendmal schon diesen Scheiß mit dem Bogen gemacht habe. Genau. Und wenn da jetzt Wasser drinne ist, und da ist jetzt Wasser drinne, dann können wir jetzt endlich mal schwimmen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie man hier schwimmt, aber es ist wichtig. Denn die kriegt hier sonst bald keine Luft mehr. So. Schnell, 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 der Hebel, Mädel. Ach, so, wir bringen einfach nur Wasser da drüben rein, oder was? Ja, ich ersticke. So langsam. Hallo, tauch auf. Mädel, tauch auf. Tauch auf. Oh Gott. Mein Gott, ist die Steuerung schwierig. Vor allem unter Wasser. Wie? Okay. Einfach mal auftauchen mit X. Wenn ich einfach nur X'e, dann geht das nicht. Ja, egal. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall Wasser drinne und dafür ist der Hebel da. Ich hätte mir den Elefanten natürlich noch holen können. Ist der denn hier noch? Ja, der Elefant steht da oben noch, aber irgendwie ist es ja jetzt auch egal. Wir steigen im nächsten Part ins nächste Abenteuer. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles erledigt. Und ja, war nett, war schön, war ein toller Einstieg. Jetzt ist sie auch ganz klitschenass hier. Aber mit Stiefeln schwimmen, das muss auch mit dieser ganzen Montur immer mega schwierig sein. Also mit Schuhen schwimmen. Jeder, der mal nasse Schuhe irgendwie im Wasser hatte und damit versucht hat zu schwimmen, weiß, wie anstrengend das ist. Toll, dass sie das immer schafft, aber sie ist ja auch Miss Perfect, wie wir wissen. Und wir sehen uns im nächsten Part, auch wenn der jetzt hier ein bisschen kürzer geworden ist. Aber dafür haben wir alles gemacht und... Ja, haben halt nicht die Musik und die Outfits, aber das käme dann halt im Nachhinein. Aber geschafft ist geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.